Niklas Würschl, vierter Sieg in Folge. Es war wieder eng, es war spannend, aber defensiv sehr solide. Stimmst du dem zu? Ja, auf jeden Fall. Es war defensiv sehr solide Leistung von uns. Wir haben keine gefährlichen Chancen hergeben und das, was wir hergeben haben, das hat der Rest für uns gelöst. Wie wichtig war das vielleicht gerade in dieser Phase, wo man jetzt doch zuletzt zwei Spiele hatte, wo man doch deutliche Führungen hergeben musste, dass man eben hinten einmal die Null hält? Ja, es ist natürlich das Wichtigste überhaupt, das ist die Defensive und wenn hinten alles passt, dann kommt die Offensive von selber. Jetzt geht es morgen weiter wieder nach Laibach, der nächste anstrengende Roadtrip. Was erwartest du dir von dieser Partie? Laibach ist eine sehr, sehr offensive Mannschaft, was sehr aggressiv spielt immer. Der Start wird sehr entscheidend sein morgen, nachdem sie eben jedes Mal so aggressiv rauskommen und auf das müssen wir gefasst sein. Durch diesen Run, den man aktuell hat, hat man es erstmals geschafft, in die Top 6 vorzudringen. Jetzt hat man morgen dieses Duell, das direkte um Platz 5. Hat man sowas im Hinterkopf? Im Hinterkopf glaube ich nicht, dass wir sowas haben. Jede Partie ist das Gleiche für uns. Wir schauen einfach auf uns selber und das ist das, worauf es drauf ankommt.